Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play TMT Trackmania Turbo. Und wie wir sehen, spielen wir eine Valley Map. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was mein Szenario ist? Genau, das Valley. Und das war eine, die war kürzer, als ich gedacht habe. Ja, ne? Das war aber jetzt irgendwie nicht so schwierig wie die Kampagne-Mission. Da muss man hier nur so ein Dings. Hier die Landung ist am schwierigsten. Ja, die habe ich besser genommen als beim ersten Mal. Wieder eine Kurve. Innen ist man eigentlich schneller. Innen ist man immer schneller, aber gibt ja keinen. Und hier ist dann das Ziel. So eine Kurve gibt es schon öfters. Ist das eine neue Bestzeit? Ja. 12 da. Okay. Ich finde ja, wir sollten wieder geheime Botschaften hier irgendwo aussuchen. Aber bloß wo? Moment, ich will das Ortsschild da mal angucken. Je mehr Zeit. Schilder auf dem Ort. Die Autos, ne? Die denken sich so scheiße. Natio will Boulevard. Ja, Natio hat ja das Spiel entwickelt. Das okay. Natio will Boulevard. Sehr kreativ, die Hersteller. Einfach mal ihren Namen da reinklatschen. Mache ich auch in meinem zukünftigen Spielen als Spielentwickler. Mache ich sowas mit den Straßennamen. Meine Spiele spielen dann in Maikhausen, in der Maikstraße. Im Stadtviertel Maiko. Im Land, Maikland. Klingt doch gut, oder? Oder findet ihr bessere Vorschläge? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Oh, hier sind Deutsche auf dem Server. Wer hätte es erwartet? Auf einem deutschen Server sind deutsche Leute drauf. Ist ja echt. Die sagen gerade, nein, so schlecht. Aber ich mach bessere. Das heißt, hier ist wohl ein... Also das können wir ja analysieren. Ich mach bessere. Das deutet ja darauf hin, dass er selber Maps erstellt. Der Witcher. Witcheridoo. Guter Name übrigens. Witcheridoo. 3. Ist auch nicht schwer. Ja, da hat er recht. Die App-Map ist eigentlich nicht so schwierig, außer die Kurve am Ende. Das ist eigentlich nur so eine Durchfahr-Map, bis die Kurve hier kommt. Und erst bei der Kurve kann man richtig Zeit raushauen. Hier hätte ich den Anfang nicht so verkackt, hätte ich wieder eine neue Bestzeit bekommen. Der Witcheridoo hat wohl Erfahrung im Map-Bau. So wie es scheint, habe ich gerade analysiert mit meinen analytischen Fähigkeiten. Und das war viel zu weit nach links. Okay. So. Da schreibt einer, ist nicht schwer, eine bessere zu bauen. Das können wir auch mal analysieren. Da habe ich das Gefühl, der hat nicht so viel Ahnung von Map-Bauten. Er weiß einfach nicht, wie das geht. Er weiß nicht, wie schwer es ist, eine Map zu bauen. Denk an die armen Schweine, die Trackmania. Das ist erst mal spielen. Leute, die haben hier eine Abkürzung gefunden. Die will ich benutzen. Moment. Wo fahren die denn hier lang? Das will ich austesten. Hä? Ach! Da rechts ist das Ziel. Ah. Okay, im Chat unterhalten die sich gerade über Map-Bauten. Dann muss ich hier das einfach. Ja, sieht gut aus. Und mit gut meinte ich schlecht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine neue Bestzeit wird. Das sieht irgendwie nicht so aus. Ich kann ja mal gucken, wie viel langsamer das ist. Also, würden sich die Autos nicht scheiße lenken? Ja, nee. Ich schaff's wahrscheinlich noch nicht mal bis zum Ziel. Doch, natürlich schaffe ich bis zum Ziel. Ne.
Hätte vielleicht theoretisch sein können, dass das besser theoretisch sein hätte tun können, werden wollen, aber nee. Schade. Schade, nur 27. von 44 oder wie viele hier drin sind. Die hat mir nicht so gut gefallen, also die war, wenn man entscheiden müsste zwischen gut und schlecht, war die eher schlecht, weil da nur die letzte Kurve irgendwie eine Herausforderung war. Oh, hier sind wir im Canyon. Vielleicht wisst ihr schon, im Canyon muss man viel driften. Jetzt hat der Canyon so auf sich. Der ist nämlich driftig spritzig. Ha, ha. Nee, das war scheiße. Na gut, da habe ich scheiße gelandet und hier muss man driften. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich dachte, driften im Canyon muss man jetzt nicht unbedingt. Obwohl das ja eigentlich das Hauptfeature vom Canyon ist, dass man da viel driften kann. Diesmal bin ich hier besser gelandet und jetzt, Alter, muss man da stark abbremsen. Wahrscheinlich ist da direkt dahinter das Ziel, oder? Weiß ich nicht. Ich kann ja irgendwie bei Tab nicht links oder nach links oder rechts spulen. Scrollen oder wie auch immer, weil Strück rechts geht irgendwie nicht. Hier ganz. Oh, Alter. Das geht ja überhaupt nicht hier. Da muss der ja so low fahren, low speed. Das mag ich ja überhaupt nicht, wenn man so extrem bremsen muss. Ich mag ja Maps, wo man mit Fullspeed immer am weitesten kommt. Okay. Ganz stark bremsen. So, da habe ich extrem stark gebremst. So, muss man hier lang. Oh Gott, ein Looping, Looping, was ist das? Looping, nein, nein, nein. Oh, da hatte ich keinen Grip mehr. In der Decke. Ist ja nicht schlimm. Übrigens muss man hier in Center stehen. Oh, Alter, hier. Okay, hier muss man hier. Low, 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 ja. Das habe ich ganz gut genommen. Und hier darf ich diesmal nicht so extrem nach links driften. Hier muss ich so schnell wie möglich runterfallen. So, perfekt. Ich bin da wirklich schnell runtergefallen. Damit ich hier nicht später erst schon früher. Nein, nein, na! Kacki, kacki. Da hatte ich eigentlich eine gute Zeit, glaube ich. Schade. Egal. Kann man nicht irgendwo abkürzen? Kann man doch auch einmal sonst. Ja, die will ich jetzt nicht ausprobieren. Okay, bremsen verfrüht. Ja, so. Ja. Und jetzt hier möglichst schnell von diesem Höhepunkt weg, damit ich wieder schneller werde. Okay. Okay, das genau das gleiche diesmal nicht über die Lücke, da direkt nach unten. Genau. Und. Nein. Okay, ich gehe ja mal ausnahmsweise zum Checkpoint, weil. Lol. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Was war das denn? War das jetzt ein Bug oder? Das war ganz komisch. Egal, Ziel. Locker flockig, ne? 13. Manche haben das mit einer Minute geschafft. Ja, den Trick benutze ich manchmal, wenn die Maps zu schwierig für mich sind, dann mache ich einfach. Da gehe ich einfach zu den Checkpoints und dann habe ich jedenfalls eine Zeit. Das ist nämlich besser als keine Zeit zu haben. Denn etwas ist besser als gar nichts. Oder wie das Sprichwort auch immer lautet. Ist mir auch völlig egal, wie das das Wort lautet. Ja, genau. Perfekt. So, ich hoffe, ich krieg diesmal eine bessere Zeit hin. Ja, nee, doch. Wer hätte ich gedacht, dass ich das hinbekommen würde? Ja, locker flockig dazwischen. Ja, Achter. Da sind aber noch 4 Sekunden drin. Also, ich habe mich schon um 10 Sekunden verbessert, aber. Ja. Schauen, rechts funktioniert immer noch nicht. Manche bleiben schon stehen, weil die schon gewonnen haben. Die denken sich wahrscheinlich. Ho! Uns kann niemand überholen, wir sind die Besten. Ha! Und dann nehmen die ihre langen Haare und schmeißen sie über die Schulter.
Hui. Was wollt ihr eigentlich noch so von mir sehen? Wollen wir mal eine eigene Map hier gemeinsam bauen? Das wäre doch mal cool, oder? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, ich frage mich, ob... frage ich mich doch nicht. Ich frage mich, ob ich hier gewinne. Ob ich hier noch schaffe, diese... Hui. Klatsch, pam, bujo, pau, puff, klatsch. Nice try. Großartig, yeah. Ich werde immer besser, guck mal. Ui. So, nächste Map, neues Glück. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Wieder mit meinem Hass-Szenario. Aber anscheinend bin ich nicht der Einzige, der schlecht mit denen fahren kann. Wieder der gerade so rumgetaumelt ist, als wenn er betrunken wäre. Oh Gott, ich hoffe, diesmal kriege ich die Map hier. Ich hoffe, die Map ist nicht so schwer. Die sieht aber echt nicht so schwer aus. Ich überhole gerade alle, was mich ein bisschen beunruhigt, aber ich dachte, ich wäre schlecht in diesem Szenario. Pff. Schade, ich wollte irgendwie rückwärts weiterfahren, aber hat nicht so ganz geholfen. Genau dieses Ding, wo ich in einer Folge beim... Moment, ist das eine Multilab? Das ist eine Multilab. Ach nee, eigentlich mag ich ja keine Multilabs. Man muss nämlich erst eine Runde fahren, damit man richtig erst loslegen kann. So, diesmal habe ich die Kurve hier aber nicht verkackt. Das ist schon mal ganz nice. Das war jetzt gerade nicht so nice. Egal. So, ich wollte ja noch ein paar Verschwörungstheorien aufstellen, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch kreativ genug dafür bin. Ich weiß es nicht. Gibt es denn hier irgendwelche Anzeichen für eine mysteriöse Wendung des Schicksals oder so? Hier ist Tim 3. Hier drin... Wow. Versprochen, Moment. Hier ist Tim drin. Tim mit 3i. 3i. Was sollen diese 3i's denn? Und dahinter, hinter dem Namen, ist auch noch ein Unterstrich. Sehr mysteriös. Will der Tim uns damit etwas sagen? Will er sagen, dass er den Accounts mit drei anderen teilt? Oder dass er mit sich drei... dass er gerade mit drei Leuten an einem Controller sitzt oder an einer Tastatur. Dass er jeweils eine Person für zwei Knöpfe hat oder so. Und dieser Unterstrich, soll es für eine Leerzeile stehen? Will er damit da aussagen, dass er eine Leerzeile ist? Hat er vielleicht zu viel No Game No Life geguckt? Da heißen die Charaktere nämlich immer in Online-Games blank. Oh, diese Kurve, ne? Diese Kurve ist scheiße. Ja, die Verschwörungstheorie ist vielleicht jetzt nicht so gut. Ne? Es gibt natürlich noch bessere. Aber bloß welche? Es sind gerade 52 Spieler dran. Ein Zufall? Ich denke nicht. 5 plus 2 sind 7. Ich bin 34. Zufall? 3 plus 4 ist auch 7. Das heißt, die Zahl 7 hat mich auserwählt. Heißt das etwa, ich bin der Auserwählte? Muss ich die 7er Reihe ausführen? Soll ich zum Schluss 7. werden in diesem Rennen? Werde ich als 7. herauskommen? Mysteriös. Wir werden es sehen. Wird diese Runde mich zum 7. erküren? Nein. Okay, diese... Oh. Alter, da musste ich bremsen. Da bin ich sogar mitgebremst. Mit meinem ganzen Körper habe ich da voll den Körper eingesetzt. Ich kann nicht reden. Ich habe da voll den Körpereinsatz reingesteckt. So, ich hoffe, Oh shit, oh shit.
Ich hoffe, ich krieg diese Runde noch vor. Ich krieg diese Runde noch zu Ende. Oh Gott. Aber die Wagen lenken sich echt zu scheiße. Da weiß man es echt nicht. Ja! Noch 20. geworden. Das heißt, jetzt sollte nicht schade sagen, sondern gut gemacht. Ja, da kann ich ja jetzt rumstehen im Wasser. Die Wasserphysik ist immer noch komisch. Habt ihr das gerade gesehen? Ich bin da so runter und dann wieder hoch. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich bin 23. geworden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.